Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meister Detektiv Pikachu. Oh yeah. Im letzten Part haben wir das Gengar gefangen, haben ein paar Forschungen angestellt, haben die Mitarbeiter nochmal gequatscht und sollen jetzt laut Gengar den Geheimgang gehen. Und zwar der ist im Archiv befindet. Und zwar hier. Mal gucken. Ah, ich habe jetzt was zu trinken heute. Ich habe so Durst, Leute. Und ja. Es soll im mittleren Regal sein. Ist damit das hier gemeint? Ne, dann ist es das hier. Das sind 5, ne? Gut, und die Hälfte ist das hier. Rechts oben ein blaues, links unten ein gelbes Dreieck. In der Mitte ein rotes Dreieck, links unten ein grünes. Ziehen wir sie in der Reihenfolge heraus, die uns Gengar verraten hat. Ich habe es mir Gott sei Dank aufgeschrieben. Und Gengar sagte gelb. Gelb. Dann blau. Blau. Dann grün, grün und dann rot. Is it this one? So that's how it works. Oh, this is like some kind of secret passageway. I wonder where it leads to. Well, let's find out. Yeah, let's go. Let's go. Wehe, das springt jetzt auf mich, das Pikachu. Wehe. This sure is a creepy place. Yeah. Oh, there's a door. See if it opens. Okay. Here we go. Here we go again. Unterirdisches Labor. Doesn't look like anyone's here. So is this the room that Gengar was guarding? I wonder what this is. Eine Lampe. Maybe it has something to do with why Trevenant went berserk. Let's check it out. Yeah. Let's check it out. Das ist eine gute Idee. Denn ich würde mich hier gerne umgucken. Ich wette, jetzt mache ich die 30 Minuten Parts, jetzt ist das Projekt einfach gleich vorbei, ne? Ich sehe es kommen. Oh, ein Notizbuch. Laut Beschriftung handelt es sich dabei um ein Forschungstagebuch. Ich frage mich, ob das hier vielleicht ein Labor des Täters sein könnte. Lass uns einen Blick in das Forschungstagebuch werfen. 13. Februar, 2.30 Uhr. Dieser Eintrag stammt aus dem vergangenen Jahr. Beim Durchsuchen des Archivs bin ich durch Zufall auf Dokumente über ein ursprüngliches Institutsgebäude gestoßen, durch die ich vor der Existenz dieses Raums erfuhr. Das damalige Personal nutzte den Raum offenbar für geheime Experimente. Ich habe gehört, das PCL wurde vor langer Zeit geschlossen, nachdem dort ein Pokémon außer Kontrolle geraten war. Ob da wohl ein Zusammenhang besteht? Ich werde wohl besser erstmal sämtliche Dokumente in diesem Raum durchlesen. 19. März, 4.22 Uhr. Hier wurde offenbar ein Wirkstoff namens R entwickelt, der dafür sorgt, uns halt Pokémon zu großer Stärke zu verhelfen. Durch den Effekt war nur von kurzer Dauer und zudem von starken Nebenwirkungen begleitet. In dieser Form war der Wirkstoff allen anderen als einsetzbar. Aber die Arbeit, die meine Vorgänger mit R geleistet haben, ist einfach umwerfend. Mir fällt kein Forschungsprojekt ein, das auch nur ansatzweise zu diesem vergleichbar ist. Ich werde es für ersten von meinen Kollegen geheim halten. 8. April, 11 Uhr. Eine geheimnisvolle Person hat mich kontaktiert und gefragt, ob es einen Wirkstoff gäbe, der Pokémon nach außen hin unerklärliche Wutanfallen erzeugen kann. Im Tausch dafür würde mir eine äußerst großzügige Bezahlung in Aussicht gestellt. Ich benötige dieses Geld dringend, um meine Arbeit an dem Wirkstoff voranzutreiben. Glücklicherweise entspricht seine Wirkung bereits dem Wunsch meines Sponsors. 26. August 16.21. Als ich heute den Raum betrat, war ich dort nicht alleine. Ein Gengar befand sich hier. Es handelt sich dabei um den Partner eines frühen Angestellten des Instituts. Nachdem das PCL geschlossen wurde, hatte es offenbar völlig allein weitergelebt. Es wirkt, als hätte es das PCL für eine Weile verlassen und sei gerade erst zurückgekehrt. Das muss der Grund sein, warum ich ihm nie zuvor in diesem Raum begegnet bin. Gengar war von den Überwachungskameras nicht erfasst. Daher kann es im PCL nach Belieben ein- und ausgehen. Ich trinke kurz einen Schluck. 12. Oktober, 2.08 Uhr.
es hat einfach keinen Zweck. Solange ich nur im Verborgenen arbeiten kann, tritt meine Forschung auf der Stelle. Ich muss die Maschine an einen Ort schaffen, wo ich in Ruhe experimentieren kann. Diese ständige Angst, entdeckt zu werden, muss ein Ende nehmen. Doch bevor ich die Maschine fortschaffen kann, muss ich sie eingehend studieren. 19. Juni, 12.05 Uhr. Huch, dieser Eintrag wurde erst kürzlich verfasst. Yep, das ist genau der Tag, an dem wir hier auf dem Kreuz sind. Was lange währt, wird endlich gut. Die Analyse der Maschine ist abgeschlossen. Jetzt kann ich die Produktion der Wirkstoffes R endlich an einem anderen Ort verlagern. Damit steht meine Forschung nichts mehr im Weg. Nämlich hier noch umgucken? Nee. Hier. Hey, Tim, schau mal da. Genau danach haben wir gesucht. Eine Ampulle. Sie steckt in dieser Maschine. Es muss die Maschine aus dem Forschungstagebuch sein. Mit ihr lässt sich die Wirkstoff namens R herstellen. Ich wette, Ned war diesem Wirkstoff auf der Spur. Ja, aber er wurde aus dem Verkehr gezogen, bevor er den Fall lösen konnte. Das macht mich so wütend. Wer immer dafür verantwortlich sein mag, bekommt es mit mir zu tun. Eine Ampulle. Da unten blinkt übrigens auch ein neues, das weiß ich gar nicht. Ich kann irgendwie. Ach, das ist das Forschungslabor da unten. Okay. Das ist eine Leiter, die nirgendwo hinführt. Den Tisch gucke ich zuletzt an. Guck mich hier nochmal um. Ob hier noch irgendwas ist, da kann ich nicht reden, okay. Pikachu, sieh mal, das sind die Reste von Trombox Mittagessen. Ja, eindeutig, dass er Trombok gefuttert, bevor seine Sicherung durchgebrannt sind. Jetzt gibt es ein. Gänger muss die Reste nach hier unten versteckt haben. Trombox Essensreste. Das ist ein ziemlich altes Notizbuch mit verschiedenen Forschungseinträgen. Stammt offenbar noch aus der Zeit vor der Wiederaufbau des PCLs. Das muss die Unterschrift des Autors sein, John Whale. Der Name kommt mir bekannt vor. Aber sehen wir uns erstmal nach, was so alles in der Notizbuch steht. Ich muss immer wieder kurz einen Schluck trinken. Denn gerade muss ich viel reden. Wirkstoff zur Stärkung von Pokémon. Ich habe den Inhaltsstoff miteinander vermischt und sie bei niedriger Temperatur 24 Stunden lang heranreifen lassen. Aber das darauf resultierende Wirkstoff zeigt nicht die erwartete Wirkung. Ich habe mir ein unterirdisches Labor gebaut. Das war nötig, um eine stabilere Umgebung für meine Experimente zu gewährleisten. Unter der Erde herrscht weitaus konstantere Temperaturen als ober der Erde. Dies erleichtert meine Forschungsarbeit ungemein. Und die heilenden Kräfte der Pokémon zu verstärken, wollte ich sie aktiv stimulieren. Aber bisher haben meine Experimente nur zu einer übermäßig starken Stimulation geführt. Trotzdem werde ich nicht aufgeben. Es wird mir gelingen, ein Allheilmittel zu erzeugen. Also dieser Wirkstoff R soll also anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dafür sorgen, dass Pokémon mit ihren Heilkräften besser und schneller heilen können. Also dieser Wirkstoff R soll die Pokémon verstärken, die dann ihre Heilkräfte für Menschen mit diesen Pokémon benutzen können. Klingt eigentlich echt interessant. Das heutige Präparat hat eine noch stärkere Wirkung als sonst. Wie sich herausstellte, hat Simon es fälschlicherweise eine ganze Woche lang reifen lassen. Anscheinend hat er meine Anweisung falsch verstanden. Das ist das genaue Gegenteil von der Wirkung, die ich eigentlich mit diesem Wirkstoff erzielen möchte. Es muss mir irgendwie gelingen, die Auswirkung zu stabilisieren. Ich wurde hintergangen. Die Zellen, die ich erhalten habe, stammen gar nicht vom vereinbarten Pokémon. Dieser Umstand ist vermutlich auch die unberechenbare Wirkung des Präparates geschuldet. Wer hatte gedacht, dass es sich in Wahrheit um eine Zelle handelt. Welche Zelle? Das kann ich hier entziffern. Der Buchstabe ist ja völlig unlesbar und der Rest des Dokuments fehlt. Der alte Forschungstagebuch. Jetzt kommt eh gleich wieder Pikachu. Das sag ich doch. Wie es aussieht. Das Tagebuch. Täter verfasst. Trombox Essensreste. So, Pikachu. What are you thinking, Pikachu? Research log? A vial? Who could run experiments at that time? A bolt of brilliance! Heure Pika. I know the culprit! Tim, du weißt, wer dahinter steckt, oder? Nein, du hast keine Ahnung. Du musst nur herausfinden, wer diesen Raum benutzt hat. Dann weißt du, wer der Täter ist. Sieh dir einfach mal
mal alle Anhaltspunkte an, dann kommt ihr bestimmt die Erleuchtung. Was ist unser wichtigstes Beweisstück? Ich weiß, was du meinst, aber es gibt einen noch viel für der neue. Genau, dieser neue Forschungstagebuch. Das Datum war nach war der Täter nämlich im unterirdischen Labor, als wir hier ankamen. Dabei würden die Beweise, die wir hier gesammelt haben, reichen nicht, um den Täter zu überführen. Wir bräuchten noch ein letztes Beweisstück. Ein letztes Beweisstück? Wir brauchen einen Beweis, dass der Täter zu jedem jetzigen Zeitpunkt hier in diesem Raum war. Aber den werden wir hier... Oh mein Gott, ich weiß, wen Pikachu meint. Okay. Der Sound hat sich gerade lauter gestellt. Gut, dass ich das gerade gemerkt habe. Ich weiß, wen Pikachu meint, glaube ich. Aber ich werde jetzt mal nichts sagen. Ich finde, so kann ich dir das verraten. Gib nichts an, Pikachu. Wenn du schon weißt, wer es ist, dann sag es doch einfach. Nächster. Ich will sehen, wie du dich als Detektiv so schlägst. Aber jetzt geht los. Lass uns den unterirdischen Labor wieder verlassen. Okay, ich sag's jetzt. Das ist die Chefin. Pikachu vermutet die Chefin. Wer auf dem Überwachungsvideo... Haben wir gesehen, dass Fridge ist Richtung Garten gegangen mit Wallace und Dorothy ist Richtung Archiv und Eingang gegangen. Das war ja die Aufnahme von gestern. Und Dorothy war ja auch eine ganze Zeit lang nicht auffindbar für uns, weil sie weg war und keiner wusste, wo sie ist. Ich glaube, Pikachu vermutet Dorothy. Aber Dorothy hat ja auch, ja okay, Dorothy hat zwar gesagt, dass sie zurzeit an nichts arbeitet, weil die Forschung an Arbeiten der anderen so wichtig sind und sie das Ganze leiten muss und pipapo, aber ich würde es auch nicht zugeben, wenn ich irgendein Mittel erfinden würde, was Pokémon durchdrehen lässt. Aber Gengar sagt, er hat immer einen weißen Arbeitskittel an. Dorothy hat ja keinen weißen Arbeitskittel an. Dorothy hat ja dieses violett-pinke Blümerü-Outfit. Nicht Blümerü, sondern, ja, pink, lila, Flieder, so heißt es. Jetzt kommen gleich die Farbenfanatiker und husten rum, so, das ist aber ein Dodekaeder, warum auch immer der Farbstoff Dodekaeder heißen sollte. Ich spreche mal mit Gengar. Ich glaube echt, das fehlende Beweisstück, was Pikachu meint, ist der Videoschnipsel von der Empfangsdame, aber... Ah, hier seid ihr also. Als wir gehört haben, dass du Gengar gefangen hast, sind wir sofort hergekommen. Gengar kann sich zwar kaum bewegen, aber sei bitte trotzdem vorsichtig. Weiter gerne sagen, Emily und ich werden die Sache schon schaukeln. Es sieht ganz nach einem weiteren Exklusivbericht von unserem Sender aus. Emily. Ah, du hast Gengar tatsächlich gefangen, Tim. Ich wusste, dass auf dich es verlasst. Ja, Gengar ist fürs Erste außer Gefecht, aber sei bitte trotzdem vorsichtig. Klar, überlass das uns. Wir werden Gengar nicht aus den Augen lassen. Mach das, Gengar. Gengar. Okay, ich kann mit ihm nicht sprechen. Kann ich vielleicht mit Dorothy gleich sprechen? Ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es klingt logisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dorothy das macht. Die sieht so nett aus. Ja, okay, nett, stille Wasser sind tief, ne? Ich meine, ich werde auch immer nett eingestuft, bis sie mich beim Alkoholkonsum sehen, dann. Sind sie ganz außer Rand und Band. Floette? Dürfte ich bitte nochmal ein Überwachungsvideo ansehen? Ja, natürlich. Du denkst mit, Tim. Du wirst sicher die Aufnahme von gestern überprüfen, oder? Ganz... Oh, genau. Okay, dann schauen wir mal. Da kommen schon die ersten Mitarbeiter. Dorothy ist die erste, die im Institut. Danach kommt Nina und Fridge. Okay, gehen wir zum nächsten Video über. Das sieht mir Wallace. Das sieht nach Wallace aus. Ja, eindeutig. Er geht ins Archiv und kommt gleich wieder heraus. Wahrscheinlich hat er da gerade die Legende für den Zeilencode versteckt. Ja, bestimmt. Danach geht er direkt in der Konferenz, um das Rätsel aufzuhängen. Da ist er wieder. Jetzt geht er den Garten. Das muss der Augenblick sein, als er die Tür abgesperrt hat. Deswegen bin ich noch immer ein bisschen sauer auf ihn. Jetzt ist auch Carlos aufgetaucht. Er geht ins Archiv. Da kommen Dorothy und Fridge. Sie sind auf dem Weg zum Empfang. Ah, das sind wir. Dann sind nur noch wir auf dem Video zu sehen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Tür zum Garten aufgeschlossen haben. Habe ich es mir doch gedacht, Tim. Kannst du den letzten Aufnahmen ausdrücken? Ich wusste, dass du danach fragen würdest. Schon war das schön geschehen. Hier. Standbild der Überwachungskamera. Perfekt, das ist unser letztes Beweisstück. Damit können wir den Täter beführen. Ja? Lass uns also zusammen trommeln. Zeit, unser Detektiv zur Schau zu stellen.
Hä? Was? Ich dachte, ihr wollt geheim halten, dass wir hier so ermittelt sind und so. Aber okay. Listen. I'm glad you all came. Why would you gather us here like this? I'm pretty busy right now, you know? Oh, come off it. You were in the middle of a nap. Everyone, quiet, please. Thank you. I believe I've solved the Trevenant Rampage case. Please. We already know the problem was caused by Gengar. Wrong. That whole thing was planned by someone else. And the culprit is? You tell him, Tim. Da dachte ich, mute ich mich, weil die Katze ein bisschen länger gehen wird, aber naja. Jemand anders? Wallace Carlos. Yeah. Carlos, it's you. What? There's no way I planned this thing. You're way off base. This is all Gengar's doing. Nice try, playing the innocent one. Show him the proof, Tim. Go on. Was beweist, dass der Vorfall geplant war? That's right. Carlos, take a look at this. Yes, so? I have no idea what that is. It's leftovers from Trevenant's meal. Hold on a sec. Gengar took off with those. That is true. And they were hidden in the secret underground lab. Wait, underground? Whoa, sick! This reminds me of a spy movie. A secret laboratory? I had no idea. Okay. Tell us what you learned from the leftovers, Tim. Well, they were spiked with a substance that causes Pokemon to go berserk. I found evidence. This was down in the basement. It makes Pokemon go berserk? That's why Trevenant became enraged? Hold on. Even if this substance is the cause, you have no proof that I'm the one who created it. Don't be so sure. Go on. You've got this. Now show them what we've got. Was beweist, dass er den Wirkstoff hergestellt hat? Nie das Gespenstbuch, das neue Forschungstagebuch, das alte Forschungstagebuch. That's right. Take a look at this. According to this research log, there was an experiment being performed on June 19th at 12:05. Big deal. So what's your point? I'm getting to that. At the time, Dorothy was out of the facility. Wallace was in Building B. Both Fridge and Nina were busy working in their lab. The only person unaccounted for happens to be you. Hold on a minute there. Let me think. Oh, I remember. I went out for my afternoon walk. That explains exactly where I was. Man, he really doesn't know when to give up. Tim, let's finish this. Tell him what we know. Was beweist, dass er keinen Spaziergang gemacht hat? Standbildüberwachungskamera. That's right. Let's see how he squirms out of this one. Are you sure about that? Surveillance shows you enter the library and never leave. So how could your walk take place in the library? I'll answer that one. It can't. Therefore, the one who was in the secret lab, it was you. Well, I suppose there's nothing more I can say. But Carlos, why would you do that? Because this kid got in my way. He's Harry Goodman's son. Harry Goodman's son? Tim Goodman is my real name. Sorry I lied to you. My dad was in an accident 2 months ago, and it happened right around here. I followed the clues to this place. Carlos knows. Don't you? Tell us what happened. All right, he knew too much. I had someone tamper with his car as a warning. But I swear, I never expected him to go missing in an accident. You're the one who's responsible. Where's my dad? Tell me! Come on, say something! It's because of you my dad is- Calm down, Tim! I know you want answers, but- But what? He won't be able to escape anyway. We should leave the rest to the police.
Yeah, you're right, Pikachu. Der wahre Schuldige ist Carlos. We'll take this man into custody. The police will be handling the matter from here on out. Thank you very much. Carlos, I expected more. So, you're the Tim I've been hearing so much about. Baker mentioned you more than a few times. Sorry I investigated this on my own. No need to apologize. If we had made more progress on our own, it would have been easier for you to sit by. I'm just happy you're safe. Thanks. Anyway, do you think you could let me know what you find out from Carlos's interrogation? Yeah, I give you my word. I'll see you. And I'll see you too, Pikachu. Yeah. You know what I think? Baker already knows, too, about our investigation. That's all right. It's best to be honest about it all. Yeah. Okay, damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Pikachu und ich machen uns auf den Weg zum Detektivbüro Baker. Ich dachte wirklich, dass es Dorothy ist, aber okay. I received word from the inspector. Appears it wasn't a part-time job after all. You went there to investigate. Even after I told you to stay out of trouble, you chose not to listen to me. I'm sorry. There was just something I needed to find out. I know exactly how you feel. Believe me. But no good can come of it if you're harmed. I'm just glad nothing happened to you. I understand. So, from now on, I'd like you to let me know before you go rushing off to investigate something. What? No point in telling you to stop. That sure doesn't seem to work. And I'll admit that you do have some talent. I'd rather know what you're up to instead of having you run around in secret. Not to mention, I can help you. Wow. Thank you, sir. Don't mention it. Congrats, Tim. Congratulations to you. Thanks. I heard from the inspector that you really saved the day at PCL. Hope it wasn't too dangerous. It wasn't. So, you really do take after Harry. The boss said so too. Pikachu, are you eating the sweets again? Oh well, I suppose it's okay this time. Oh, good. In that case. Hold on, that's way too many. How many times do I have to tell you? Those sweets are meant for the clients. Said it was okay for me to have some. They're so tasty. Wir beschlossen, zu Hause darüber nachzudenken, um es in einem Zusammenhang zwischen Vorfällen der letzten Zeit gibt. Hey, Tim. Komisch, jetzt habe ich noch die ganzen... Mr. Holiday, ach, das ist der Detective, ne? Genau. Hey, Tim. Ja, Pikachu. Puh, das war ein langer Tag. Was hältst du davon von dem heutigen Fall? Wir haben endliche Hinweise auf Dad gefunden. Ah, die aber neue Fragen aufwerfen. Laut dem Forschungstagebuch hat Carlos den Wirkstoff R an jemanden verkauft. Stimmt, wir wissen jetzt, dass Carlos für Harrys Unfall verantwortlich ist. Aber dafür haben wir eine ganze Reihe anderer Fragen ohne Antworten. Irgendetwas sagt mir, dass der Fall könnte noch ziemlich gefährlich werden. Aber zusammen werden wir ihn schon lösen. Ich bin froh, dich als Partner zu haben. Was meinst du damit? Wie meinst du das? Jetzt schau, weil dich so überrascht rein. Klar, ohne meinen Detektiven Spürsinn werden wir natürlich aufgeschmissen. Aber du hast mir oft aus der Patsche geholfen. Das war, du weißt schon. Als ich aus Krabburgs Nest gefallen bin, als Gengar es auf mich abgesehen hat. Danke. Übrigens, Tim, ab wann hast du eigentlich vermutet, dass Carlos der Täter war? Während Ninas Experiment nach Trombox Wutanfall, als wir das unterirdische Labor gefunden haben. Ich bin gar nicht auf Carlos gekommen. Ja, das war eine ziemliche Überraschung. Da war für mich auch alles klar. Sieht aus, als hättest du dadurch durchaus Talent. Aber ich bin immer noch der bessere Detektiv von uns beiden. Wie dem auch sei. Ehrlich gesagt gefällt es mir nicht besonders, hier einfach nur tatenlos rumzusitzen. Das geht mir auch so. Machen wir uns auf den Weg. Auf den Weg? Wohin?
Naja, am Verhör von Carlos können wir leider nicht teilnehmen. Aber es spricht doch nichts dagegen, einen kleinen Ausflug mit dem Auto. Nichts gegen einen kleinen Ausflug mit dem Auto, so war es deutsch. Ort von Harrys Unfall. I wonder how the interrogation is going. Yeah. Don't worry. I'm sure Holiday is doing his best. I wish I could find Dad. And give Mom some peace of mind. I know. Once they're done with the interrogation, I'm sure we'll have some more news. I can't wait. Yeah. And we've still got some work to do. You know, we make a pretty good team. It's funny, isn't it? I wonder if my dad is out there somewhere in this city. Yeah, me too. Harry, where could you possibly have disappeared to? Pikachu vermisst ihn wirklich. Wie süß, aber ich glaube immer noch, dass er mein Dad ist. Irgendwie Szenen getauscht, keine Ahnung. Don't ask me wie, aber. Meftu. Bitte was? Was hat Meftu jetzt mit zu tun? Ich habe noch keinen Zusammenhang dazwischen gefunden, aber okay, Meftu scheint auch in dem zu mischen. Meftu das Zeug gekauft? Oh, möchte ich das Spiel fortsetzen? Ich glaube, das reicht für heute. Wir haben, glaube ich, heute genug erlebt. Ich auch. Ich werde jetzt ausschalten. Bisschen runterkommen. Und ja, morgen vielleicht weiter aufnehmen. Weiß ich noch nicht genau, wann ich wieder aufnehme. Aber für heute reicht es für mich auf jeden Fall. Für heute reicht es, glaube ich, euch auch. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben viel miteinander gelebt. Irgendeine Desktop-Audio scheint zu wirken. Fragt mich nicht, welche. Aber ich würde sagen, wir haben echt viel erlebt heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Meisterdetektiv Pikachu. Ich wollte gerade auf das Jahr mit meiner Maus tippen, aber das funktioniert nicht. Geil. Bye, Leute.